In dieser Ausgabe möchte ich sehr gerne mit euch hier darüber sprechen, warum ich am Mittwoch, als Bitcoin auf 30.000 fiel, als Ethereum auf 2.000 fiel, gesagt habe, Leute, ich kann verstehen, wenn man diese Unterstützungen aus mittelfristiger, vielleicht sogar aus langfristiger Sicht kauft. Ich persönlich diese Unterstützungen auch gekauft habe, ich das aber eher aus spekulativer und aus kurzfristiger Sicht gekauft habe. Wie passt das zusammen? Also warum will ich nicht als Hodler kaufen, sage aber, ich kann verstehen, wenn man das als Hodler kaufen würde. Klingt in sich nicht ganz schlüssig, das würde ich euch gerne erklären. Hinzu kommt es, ich gebe zu, einige YouTube-Videos angeschaut und ich finde, dass derzeit leider einseitig argumentiert wird, was die aktuelle Preisentwicklung angeht, denn viele sagen, na, fundamental hat sich ja nichts verändert, das ist ja alles gleich geblieben, nur der Preis ist zurückgekommen. Also haltet durch, lasst euch nicht verunsichern. Und das spielt mit eine Rolle und ich werde euch in dieser Ausgabe das eine oder andere sagen, wovon ich absolut überzeugt bin, dass euch das als Kryptowährung Maximalisten oder Fans nicht gefallen könnte. Ich mache das nicht, um FAT zu betreiben, Leute. Ich mache das, weil ich dafür sorgen will, dass ihr euch über die Risiken bewusster werdet und damit ihr mit mehr Risikobewusstsein entsprechend agiert. Und gerade wenn euch das also schwerfallen sollte, ihr habt die Möglichkeit, mich abzuwerten, mich abzuschalten, ist euer gutes Recht. Ihr habt aber auch die Möglichkeit zuzuhören und zu sagen, okay, da hat er recht, da hat er Unrecht und dann könnt ihr vielleicht einen Mehrwert für euch generieren. Darüber würde ich mich wirklich freuen. In dem Zusammenhang, wenn ihr mir Folgendes noch erlaubt, ich hatte euch gesagt, wir haben Ethereum gekauft bei 1980 und ich hatte noch in demselben Video gesagt, pass auf, wir haben einen Teil unserer Position, das war ein Drittel, bei 2,5 rausgenommen und als dann Ethereum etwa 46% gemacht hatte und an eine aus unserer Sicht sehr signifikante Widerstandszone kam, nämlich hier oben hinkam. Schaut mal, denn das, was man sieht, das war hier Unterstützung, Ausverkauf, Unterstützung fällt durch. Das war ein potenzieller Widerstand. Das war die 20-Stunden-Linie, knapp drüber war die 3000. Wir haben unser Stop-In gemacht und sind aus diesem Trade rausgegangen, haben einen schönen Gewinn mitgenommen. Wenn ihr euch fürs Trading interessiert, also dieser Trade war jetzt sehr kurzfristig, aber auch, weil die Volatilität da war. In der Regel traden mein Team und ich über mehrere Tage, über mehrere Wochen. Wenn euch das interessiert, nur für unsere Crypto-Trades machen wir derzeit ein Angebot bis Sonntag. Gerade wenn ihr sagt, ja, ich habe gemerkt, wenn es volatil wird, brauche ich doch Unterstützung, freue ich mich, wenn ihr mit dabei seid. Worüber ich mich nicht freue, ist, wenn Hodler, wenn langfristige Investoren im Kryptomarkt, die eigentlich nicht traden wollen, durch uns dazu verführt werden, dass sie jetzt anfangen zu traden. Deswegen, wenn ihr Hodler seid, guckt euch das Video an, das ist ohne jegliche Werbung von jetzt an. Und macht euch über eure langfristigen Positionen Gedanken. Das ist auch kein Reverse Psychology, so hey, komm nicht, damit ihr kommt. Ich meine das wirklich so. Denn ich möchte nicht Menschen ins Trading kriegen, die eigentlich einen anderen Anlagehorizont haben, eine andere Anlagepsychologie haben. Das will ich nicht. Wenn ihr aber sagt, so ja, weißt du was damit, ich habe zu viel Risiko, ich habe dann bei 3000 gekauft und habe es wieder geschmissen und dann bin ich wieder nervös geworden, ich habe mein Risiko nicht im Griff, da freue ich mich, wenn ihr mit dabei seid. Wie gesagt, unser Job ist es, zu gewinnen. Nur damit verdienen wir unser Geld, so dass wir an der Börse gewinnen durch Trading. Wenn euch das interessiert, wenn ihr auch mal bereit seid, mehrere Tage nichts zu machen, weil wir nichts finden, freue ich mich, wenn ihr mit dabei seid. Was jetzt die aktuelle Preisentwicklung angeht, ich würde gerne einmal ausholen, wenn ihr das erlaubt. Denn wenn wir uns jetzt nur auf Bitcoin, ich könnte auch BTC schreiben, ne? Und ETH und Ethereum konzentrieren. Dann ist es wichtig, aus meiner Sicht, dass wir uns klar machen, ich habe das schon mal gesagt, das ist nicht unbedingt besonders gut angekommen. Ich habe gesagt, dass aufgrund der Pandemie Bitcoin und Ethereum deutlich an Wert gewonnen haben. Ursächlich dafür waren zwei Faktoren. Und zwar zum einen war es die deutliche Erhöhung der Geldmenge, die hochgegangen ist. Und das andere, was dafür ursächlich gewesen ist, meiner Meinung nach, war die Digitalisierung, die sehr schnell vorwärts gekommen ist. Ich zitiere zum Beispiel den
PayPal-CEO, der sagt, wir stellen fest, dass grundsätzlich für digitale Zahlungen deutlich mehr Bereitschaft besteht. Und da sind natürlich Bitcoin und ETH absolute Gewinner davon. Und dann in dem Zusammenhang muss man also sagen, was hat das dazu geführt? Das hat dazu geführt, dass der, aus meiner Sicht, der innere Wert dieser beiden Assets deutlich nach oben gegangen ist. Und man kann das meiner Meinung nach auch daran bemessen, dass zum Beispiel Pensionskassen und Rentenfonds und Versicherungen das gekauft haben. Ja, nur 0,1% des Cashs. Trotzdem haben sie Bitcoin gekauft. Oder dieser unglaubliche Erfolg der NFTs spielt dazu. Oder sehr viele strukturierte Produkte, die in den letzten Jahren reingekommen sind. Aber auch Future, wie zum Beispiel bei Ethereum und vieles andere. Das hat jetzt kein Anspruch auf Vollständigkeit. Oder auch zum Beispiel, dass PayPal reingekommen ist. Das war ja der Augenblick, wo ich gesagt habe, ja, das ist für mich signifikant. Dazu gibt es eine technische Veränderung. Und deswegen hatte ich diese Position bei 10.800, die ich aufgebaut habe, dann auch behalten. So, also dieser innere Wert ist aus meiner Sicht durch die Pandemie, durch diese beiden Schritte deutlich gestiegen. Und das zeigt sich da drin. Ich sage aber auch, und das habe ich immer wieder gesagt, dabei bleibe ich auch, dass Menschen wie Michael Saylor eher dazu geführt haben, dass die spekulative Blase, die sich so langsam um die 20.000 bildete, so richtig entfacht ist. Ich behaupte ja, dass alles, was zwischen 20.000 und 40.000 gewesen ist, bei Bitcoin war eine spekulative Blase, dann kam Elon Musk, hat auf die Blase nochmal was Fundamentales oben drauf gesetzt, hat es wieder weggenommen. So, deswegen, Michael Saylor hat aus meiner Sicht mit Aussagen wie Bitcoin wird alles andere entwerten und entweder du hast Bitcoin und Gold wird nichts mehr wert sein und so weiter und so fort. Und das ist die überlegende Kreatur, damit hat er eigentlich nur in die eigene Tasche gewirtschaftet, indem er noch mehr Leute reingeholt hat und diese Blase vergrößert hat. Das ist meine Meinung, das ist meine persönliche Meinung. Jetzt ist aber eine Frage nicht beantwortet worden, und zwar, was ist der innere Wert? Also, wie hoch? Das ist ja auch letztlich nicht zu beantworten. Das ist ja keine Aktie. Man kann ja nicht sagen, ah, so viel haben sie Cash, so viel haben sie Verbindlichkeiten, so viel haben sie Umsatz, so viel haben sie Gewinn gemacht, und das ist die Marktkapitalisierung, und deswegen können wir anhand von Parametern das messen. Können wir bei Gold ja auch nicht. So, und deswegen müssen wir uns jetzt darüber streiten, ja, was ist denn der eigentliche innere Wert? Denn was man in dem Zusammenhang sagen muss, ist meiner Meinung nach, das habe ich jetzt schon mal hier für euch aufgeschrieben, Bitcoin hat ja 1.500% gemacht in dieser Zeit. Vom Tief zum Hoch waren das sagenhafte 1.500%. So, ich habe, als Bitcoin bei 40.000 war, euch gesagt, passt auf Leute, ich kann nicht ausschließen, dass wir auch auf 50.000 gehen werden, aber irgendwann hier wird Bitcoin entweder in eine Seitwärtsphase gehen und aus dieser Seitwärtskonsolidierung wird dann Bitcoin sich beweisen müssen, yo, ich habe die Kraft weiterzumachen, oder nee, ich war einfach nur zu weit gelaufen und ich muss über den Preis konsolidieren. Das ist die eine Möglichkeit, die andere Möglichkeit ist, wir konsolidieren direkt über den Preis. So, das ist ja auch nicht besonders gut angekommen. Zugegeben, ich habe einen provokanten Titel gewählt und habe gesagt, dumm ist der, der Bitcoin kauft, und habe im Video erklärt, dass ich das zum aktuellen Zeitpunkt sage. Jetzt ist ja Bitcoin in dieser Seitwärtsphase erst bei 60.000 angekommen. Was hier passiert ist in dieser Seitwärtsphase, hat aus meiner Sicht durchaus den inneren Wert von Bitcoin beeinflusst. Aber das fing schon vorher an, nicht erst in der Konsolidierung. Das heißt, diejenigen, die jetzt sagen, naja, Bitcoin ist zwar ausverkauft worden, aber der innere Wert hat sich nicht verändert, ich finde, die sprechen nur einen Teil der Wahrheit aus. Denn das, was hier passiert ist, wir haben etwas, was ganz wichtig ist, wir hatten eine wirtschaftliche, sorry für die Schrift, wirtschaftliche Erholung. Und zwar in den USA. Wenn in den USA die wirtschaftliche Erholung einsetzt, dann ist es so, dass die sogenannte risikolose Rendite –
Rendite steigt. So, die risikolose Rendite sind zum Beispiel die 10-jährigen Anleihen. Jetzt kann man sagen, wie kann denn eine Anleihe eines so stark verschuldeten Landes risikolos sein? Dann kann ich euch erklären, die Amis haben immer ihre Schulden bedient. Das heißt, wenn du denen das Geld gibst, kriegst du es wieder. Was mit der risikolosen Rendite passiert ist, es ist von irgendwie 0,6% auf 1% geschossen. Und im März war es so, dass die risikolose Rendite um 70% höher gegangen ist, auf 1,7%. Und man muss davon ausgehen, dass aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Erholung die risikolose Rendite auf 2% und darüber hinaus steigen wird. Warum eigentlich? Wenn die Wirtschaft sich erholt, wird irgendwann die Fed reagieren und die Zinsen anheben. Es geht aber nicht darum, dass die Fed das jetzt in den nächsten Wochen macht oder in den nächsten Monaten. Die Börse nimmt das vorweg. Und in dem Augenblick, in dem es eine risikolose Rendite gibt von 2%, vielleicht 2,5%, ist es so, dass alle Assets, die da sind, ich muss ehrlich zu meiner Schande gestehen, MJ, schreibt man Asset mit einem T oder Doppel-T? Mit einem T. Ich habe mir das fast gedacht, ey, wenn ich den MJ nicht hätte, Leute. Übrigens, es ist Samstag, 16.34 Uhr, der Kerl ist, wenn ich da bin, ist der Kerl auch da. So, also alle anderen Assets konkurrieren hier mit dieser risikolosen Rendite. Jetzt, diejenigen, die kein Cashflow haben, oder diejenigen, ne, kein kann ich nie sagen, also kein Cashflow haben, oder diejenigen, die teuer sind, die kriegen ein Problem. Warum? Ich kriege doch jedes Jahr 2%, 3%. Was gibt mir denn zum Beispiel irgendeine Aktie, die keinen Gewinn abwirft? Was gibt mir eine Aktie, die keine Dividende abwirft? Jetzt werde ich sagen, hey Hamed, Cashflow hast du bei Bitcoin. Du musst dein Bitcoin nur den richtigen geben, kriegst du jedes Jahr 10%. Ja, aber in dem Augenblick, in dem das Risiko besteht, dass zum Beispiel mein BTC minus 30% macht, dann bringt mir diese 10% Cashflow nichts. Und deswegen ist es so, in dem Augenblick, in dem die risikolose Rendite nach oben geht, sind alle spekulativen Assetklassen, die nicht stark bewertet sind, die geraten unter Druck. Also alle, die eher spekulativ sind. Was ist denn seit März los? Seit März sehen wir, dass die ganzen Specs unter Druck geraten, die ganzen neuen IPOs geraten unter Druck. Die Cannabis-Aktien sind massiv ausverkauft worden. Es war einfach keine kluge Idee in den letzten Monaten in Cannabis-Aktien zu investieren. Und dann ist es wichtig, dass man sich mit Fundamentaldaten auseinandersetzt. Oder auch zum Beispiel die ganzen Wasserstoffaktien. Die sind deswegen unter Druck geraten, weil es Spekulation auf die Zukunft ist. Und das, was vielen Altcoins gelungen ist, aber auch Bitcoin und Ethereum über eine Weile gelungen ist, ist, dass sie sich noch stark gehalten haben. Und es war aus meiner Sicht nur eine Frage der Zeit, bis das passieren wird. Deswegen, man kann mir vorwerfen, dass mein Timing nicht gut war, weil ich nämlich Mitte März schon gesagt habe, Game over für Altcoins und passt auf mit dem Geldgefängnis, was kommen wird, und das wird auch Altcoins betreffen. Das heißt, teilweise konntet ihr immer noch Altcoins kaufen Ende März und die sind jetzt trotz des Ausverkaufes gerade mal, keine Ahnung, haben immer noch 10-15% plus im Vergleich zum damaligen Zeitpunkt. Einige haben im Vergleich zum damaligen Zeitpunkt 30-40% aber auch verloren. Es ist aber nicht nur die wirtschaftliche Erholung, sondern das, was dazugekommen ist, ist die Inflation. Und wenn Inflation da ist, dann brauche ich einen Sachwert, was mir auf jeden Fall Cashflow generiert. Ansonsten liegt es da rum und es verliert einfach nur an Wert, weil die Inflation es kaputt macht. Und deswegen ist dann umso wichtiger, dass es Cashflow hat, es sei denn, es ist ein sicherer Hafen, denn Gold hat auch keinen Cashflow, aber Gold ist anerkannt als sicherer Hafen, wenn Inflation da ist. Das heißt, Inflation hat den ganzen spekulativen Assetklassen wehgetan, die keinen Cashflow haben, zusätzlich zur wirtschaftlichen Erholung. Und drittens, als die Inflation kam, muss ich hier dazu schreiben, ist Folgendes nicht passiert, nämlich BTC konnte sich nicht beweisen. Kein Beweis bis jetzt. Warum sage ich bis jetzt? Ich habe das immer wieder gesagt. Grundsätzlich glaube ich schon, dass Bitcoin die Struktur hat, den Aufbau hat, als sicherer Hafen zu funktionieren. Nur um das zu schaffen, muss Bitcoin deutlich an Vola verlieren. Solange das nicht da ist, werden Leute wie ich Bitcoin nicht als sicheren Hafen anerkennen können. Und Bitcoin muss erstmal eine positive Korrelation zu VPI zeigen.
nehme ich den Verbraucherpreisindex. Das ist nicht da zwischen BTC und Inflation. Bis jetzt nicht. Und es wäre ja die Möglichkeit gewesen, als die Inflation auf 4% hochgeschossen ist, dass BTC mit nach oben geht. Bis jetzt hat das Bitcoin nicht gemacht. Und etwas, was ich euch gesagt habe als Viertes, als wir noch hier oben waren und Bitcoin an die 60.000 ging und den ersten Ausverkauf gesehen hat, da habe ich euch gesagt, Leute, Achtung, wir haben, geht gerne zurück, guckt euch das an, wir haben gesehen, dass die dass das Open Interest, dass das OI im Future total zurückgegangen ist. Das heißt, sehr viele Institutionelle haben ihre Positionen geschlossen. Entweder ist es so, dass der Markt jetzt relativ schnell nach diesem Abverkauf hochspringen muss, um diese Leute mit dem Snapback wieder reinzuholen. Ansonsten hat Bitcoin ein strukturelles Problem. Und aufgrund dieser Bewegung habe ich euch gesagt, Leute, ich glaube eher, dass es in Richtung 40k gehen wird. Guckt euch das sehr gerne an. Wisst ihr, was mich total freut? Heute habe ich gelesen, dass JP Morgan hat einen Brief geschrieben an die Investoren und hat gesagt, wir sehen, dass als Bitcoin bei 60.000 war, das Open Interest total runtergegangen ist. Und das ist kein positives Zeichen, weil Institutionelle rausgehen. Gleichzeitig sehen wir, dass das Open Interest bei Gold nach oben geht. Offensichtlich tauschen die Leute in Gold rüber. Da dachte ich mir, boah, cool. Ich habe das auf YouTube schon erklärt zweieinhalb Wochen später schreibt es dann eine der größten Analystenhäuser an die eigenen Klienten. Habe ich mich total darüber gefreut. So, fünftens, auch wenn es viele nicht wahrhaben wollen, ich finde, Bitcoin hat einen total wichtigen Fürsprecher verloren. Denn dieser Fürsprecher hat ja gerade dafür gesorgt, dass die Konsolidierung oder der Pullback nicht bei 40.000 kommt, weil er nämlich gekauft hat, Elon. Und das alles hat aus meiner Sicht signifikanten Einfluss auf die aktuelle Entwicklung des inneren Werts bei Bitcoin. Jetzt ist aber auch was anderes ganz wichtig. Hey Leute, was ist der innere Wert von Bitcoin? Ist der innere Wert von Bitcoin 200k? Oder ist vielleicht der innere Wert von Bitcoin 30k? Oder vielleicht ist er ja nur 10k? Das heißt, vielleicht auch wenn das alles nicht passiert wäre, ist auch Bitcoin vielleicht zu teuer gewesen und deswegen musste er vielleicht korrigieren? Habt ihr vielleicht daran gedacht? Das heißt, diese Punkte kommen dazu und vielleicht auch einfach, dass Bitcoin teuer gewesen ist. Jetzt ist eines ganz wichtig. Wisst ihr, als wir in dieser Phase gewesen sind, als Bitcoin nach oben lief, da waren die Stimmen, die ich gehört habe, ist ein No-Brainer. Ist ein No-Brainer, Junge. Eine Mio. Da habe ich meine Ausgabe gemacht, ne? Bitcoin Beste. Du findest Bitcoin nicht Beste, du bist ein Idiot. Also da war es also noch ein No-Brainer. Okay, das merke ich mir. Als wir in der Seitwärtsphase waren, was haben sie euch dann gesagt? Die haben euch gesagt, das ist Kaufchance. Kaufchance. Und jetzt, wo der Markt zurückkommt, was sagen sie euch jetzt eigentlich? Die euch gesagt haben, bald sind wir auf 90k. Mit einem seriösen Anstrich. Oder 100k, kurzfristig. 50k ist Kaufgelegenheit. 40k ist Kaufgelegenheit. Was sagen sie euch jetzt? Hey, ich bin überzeugt. Also Durchhalteparolen, durchhalten. Und wisst ihr, was sie euch auch noch sagen? Ihr habt gewusst, worauf ihr euch einlasst. Und wenn ihr jetzt schwach geworden seid, dann habt ihr euch die falsche Assetklasse ausgesucht. Ist euer Problem. Da müsst ihr halt Eier haben aus Stahl. Habt ihr sie nicht? Ja, ihr habt ja gewusst, dass das volatil ist. That's the game, Jungs. So, seid ihr also Schwächlinge oder könnt ihr durchhalten? Wisst ihr, was das Problem ist? Die Leute, die euch das hier sagen, die haben massive Interessenskonflikte. Wisst ihr warum? Deren Geschäft besteht nur aus Bitcoin und Kryptowährungen. Also wenn ich gerade einen Hype habe auf meinem YouTube-Kanal und ganz viele Abonnenten gezogen habe, weil ich immer höhere Kurse versprochen habe, noch bei 50.000 gesagt habe, das sind Kaufgelegenheiten, nur 90.000, dann setze ich mich zwar hin und sage, ich freue mich sehr, dass ich ganz viele neue Abonnenten gewonnen habe. Und was haben deine Abonnenten durch dich gewonnen? Dass du denen sagst, ich habe euch ja gleich gesagt, dass das runterkommen könnte und hey, bleibt mal alle ganz ruhig, ihr müsst durchhalten. Verluste gehören dazu. Ich habe euch noch nicht gesagt, ihr sollt kaufen. Ich habe selber zwar schon viermal nachgekauft, deswegen ist mein Verlust gerade nur irgendwie minus 15%, aber hey, meinen Klienten habe ich noch nicht gesagt, dass sie kaufen sollen. Das ist ja total unlogisch. Also, das ist total unlogisch. Und wisst ihr was? Zu einer Blase gehören nämlich genau diese Sachen. Erstens ein No-Brainer,
dann ist alles eine Kaufchance und jetzt kommen die Durchhalteparolen. Und das, worum es mir geht, ist, liebe Leute, bitte macht euch über eines Gedanken. Bitte macht euch über eines Gedanken. Bin sofort bei euch. Lasst mich mal einmal kurz hier aufräumen. Kriege ich das eigentlich aufgeräumt? So, ja. So, das muss auch noch weg. Sorry, dass das jetzt gedauert hat. Ich finde ja, dass Bitcoin und Ethereum auf Unterstützung sind. Nur macht euch eins klar. Gehen wir davon aus, was ich für durchaus möglich halte, dass Bitcoin höhere Hochs in der Zukunft als 60.000 erreichen kann. Weil wir sagen, er schafft es, sich als digitales Gold durchzusetzen. Ich zeige euch hier eine Grafik von gold.de. Übrigens, ich kriege dafür kein Geld. Geniale Seite für Goldvergleich. Warum sage ich euch das? Ich mag den CEO von gold.de total gerne. Ich war ein kleiner Steppke auf YouTube. Der hat zu mir gesagt, ich finde dich total super. Ich habe damals für die Analysen gemacht. Und ich schaff's leider nicht mehr. Ich mochte den Mann total gerne, mag ihn trotzdem noch gerne, habe keine geschäftlichen Beziehungen zu ihm. Wenn ich aber Gold kaufen bin, gehe ich immer noch auf diese Seite. Und die haben auch eine geile Grafik. So, ist Werbung für gold.de, ich krieg dafür kein Geld. So, jetzt folgendermaßen. Nehmen wir mal Gold. Seht ihr diese Hockeystick-Bewegung, die bei Gold stattgefunden hat? Tschu, 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 tschu. Hoch, allzeit hoch, 850. Guck mal, wie viele Jahre es gedauert hat, bis Gold das Hoch rausgenommen hat, zwischen 1980 und 2008. Da wurde nämlich das Allzeithoch rausgenommen. Jetzt werdet ihr sagen, nee, nee, das dauert keine 10 Jahre bei Bitcoin, bis das passiert. Okay, was wenn doch? Wie viel eures Geldes geht eigentlich jetzt ins Geldgefängnis? Okay, es dauert keine 10 Jahre. Wie war es denn beim letzten Hockeyschläger bei Gold? Es hat immerhin sagenhafte 10 Jahre gedauert wieder. Oh, Entschuldigung, das stimmt ja gar nicht. Damals hat das, was erzähle ich denn hier gerade, hat 28 Jahre gedauert. Hier hat es 10 Jahre gedauert, bis es wieder zu dem Hoch zurückgekommen ist. Wenn ihr an den 4-Jahres-Zyklus glaubt und so weiter, alles gut. Was, wenn nicht? Vor allen Dingen, Leute, wisst ihr, was in dieser Phase passiert ist, was die Goldbugs gesagt haben? Als der erste Pullback kam, Durchhalteparolen. Als die erste Gegenbewegung kam, Bitcoin kann gerade durch Gegenbewegung machen, habe ich euch doch gesagt, es geht alles wohl los, ist alles gut, macht euch keine Sorgen. Und dann kam das hier. Und wisst ihr, was euch in dieser Phase gesagt werden wird? Dass alles manipuliert ist. Der ganze Markt ist manipuliert. Und die ganzen Bewegungen, die stattfinden, ihr habt alle das Richtige gemacht. Es war vollkommen richtig, dass ihr all in gegangen seid und dass ihr immer nachgekauft habt. Der Markt ist manipuliert. Und deswegen, No-Brainer, Kaufchance, durchhalten, manipuliert. No-Brainer habe ich erlebt, Kaufchancen habe ich erlebt. Jetzt wird euch gesagt, haltet durch. Und als nächstes heißt es, dass der Markt manipuliert ist. Ich hoffe, ich wünsche es mir, dass ich verdammt nochmal Unrecht habe, damit ich in, wo kann ich sie mal, damit ich in, keine Ahnung, 2 Jahren, einem Jahr, meinetwegen in 6 Monaten, das wünsche ich euch allen, hierher kommen kann, ein Video machen kann und sagen kann, hey Leute, wisst ihr, als Bitcoin auf 30.000 war, ich habe euch gesagt, macht euch darüber Gedanken, bitte, was passiert, wenn der Markt eine tiefere Kurse macht. Das kann nämlich passieren. Aber der Markt ist auf 200.000 geschossen und ich habe es verpasst. Und ihr wart alle dabei. Super. Das würde ich euch wirklich wünschen. Was, wenn nicht? Achtet darauf, wem ihr zuhört. Und was für einen Interessenskonflikt die haben. Jetzt werden sie sagen, aber du hast auch einen Interessenskonflikt. Ja. Was ist mein Interessenskonflikt? Ich trade. Ich kann traden, wenn der Markt hochgeht. Ich kann traden, wenn der Markt runtergeht. Das ist für mich völlig egal. Ja, aber du hast auch ein Investmentprodukt. Ja, da habe ich keinerlei Kryptowährungen bis jetzt drin. Mir ist es völlig egal, was der Bitcoin-Preis macht, was Ethereum macht, was andere Altcoins machen. Ich sage euch nur, achtet darauf, welche Sprache in dieser Phase benutzt wird, nämlich Durchhalteparolen. Und achtet darauf, der Markt kann hier einen Boden machen und hochschießen. Die Möglichkeit besteht. Gerade aufgrund der Inflation und aufgrund der wirtschaftlichen Erholung. Das ist übrigens auch der Grund, warum hier zum Beispiel Gold 2010, das war die Krise, Gold war gefragt. Dann kam die wirtschaftliche Erholung, keiner brauchte den sicheren Hafen. Und die hochspekulativen Assetklassen, die waren in dieser Phase, als Gold runtergegangen ist, gefragt, weil die Zinsen so niedrig waren. In diesem Falle ist es aber so, dass die Zinsen eher steigen werden. Deswegen macht euch darüber Gedanken. Passt auf, wem ihr zuhört. Wisst ihr,
Ich glaube, ich will das ansprechen. Ich habe, als ich dieses Video gemacht habe und über die aufkommende Seitwärtsphase gesprochen habe, ohne dass ich gesagt habe, ja, diese Seitwärtsphase muss jetzt sofort kommen, und auch auf die Gefahren eines möglichen Pullbacks hingewiesen habe, da hat ein gewisser YouTuber auf mein Video reagiert, hat aber nur die ersten 2 Minuten sich angeschaut. Und ich bin dann auf diesem Reaction-Video ziemlich schwer beleidigt worden. Und ich muss sagen, das finde ich gar nicht so schlimm, denn das ist ein junger Mann und das ist okay, wenn man jung ist und voller Enthusiasmus ist und Bitcoin-Maximalist ist. Und dann vergreift man sich vielleicht im Ton und schreibt Sachen und tut Sachen, die man vielleicht nicht so meint. Ja, das hat dann dazu geführt, dass alle seine Fans zu uns rübergekommen sind und wir viel Hate bekommen haben. Ich finde das nicht schlimm. Wirklich nicht. Ist ein junger Mann, kann passieren. Mir geht es darum, dass ihr darauf achtet, wem ihr in den kommenden Wochen zuhört, und macht euch darüber Gedanken, wer hat Interessenskonflikte und wer muss euch jetzt Durchhalteparolen mit auf den Weg geben. Passt auf euch auf. Macht's gut.